Der heutige Parkcheck führt uns nach Bayern. Um genauer zu sein, nach Heroldsbach zum wunderschön gelegenen Erlebnispark Schloss Thurn, der 1975 seine Tore für die Besucher öffnete. Mehr zur Entstehungsgeschichte erfahrt ihr nun vom Geschäftsführer des Schloss Thurn, Benedikt Graf von Benzel. Naja, nachdem ich ja sozusagen als kleiner Bub die Gründung des Parks auch miterlebt habe, kann ich eigentlich da ganz viel drüber erzählen. Am Anfang war eigentlich die Idee früher, um das Schloss herum gab es einen Schlosspark und mein Vater hatte halt diese Idee, den Park zu öffnen, und dann gab es also Dammwild, Rotwild. Die Westernstadt hier wurde ja auch 1975 gebaut, sind also das Gebäude, wo wir jetzt hier sitzen, also ist schon über 40 Jahre alt. Und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. In den ersten Jahren hatten wir noch sehr viele exotische Tiere, also Antilopen, Zebras, Bären, Pumas, Leoparden und. Da sind wir in den letzten Jahren sehr weit weggegangen, weil einfach das die Zoos besser machen, werden ja auch öffentlich unterstützt. Wir sind ein rein privatwirtschaftlich organisiertes mittelständisches Familienunternehmen, also kein Konzern oder wie auch immer. Mein Vater hat den Park eben gegründet. Ich führe ihn jetzt fort, arbeite hier eben auch schon seit 10 Jahren. Und wir entwickeln den Park eben immer weiter, sei es, dass wir Kleinigkeiten erneuert haben. Wir machen jedes Jahr unsere Shows neu und dieses Jahr natürlich den VR-Ride auf unserer Achterbahn. Wie in vielen Freizeitparks begann auch Schloss Thurn mit einem Märchenwald und kleineren Attraktionen. Graf von Benzel beschreibt die Entwicklung zu einem richtigen Freizeitpark. Ja, es war ja sozusagen die Gründerjahre der Freizeitparks in Deutschland. Der Europapark ist ja zur ähnlichen Zeit gegründet worden. Und man hat halt gesehen, die Besucher interessiert es. Und dann hat man gesagt, gut, was kann man denn noch zusätzlich anbieten? Dann haben wir uns entschieden, ein Ritterturnier zu machen, verhältnismäßig früh. Am Anfang war das alles sehr, ich sage jetzt mal, hemdsärmlich. Also die Western-Show war natürlich auch so, dass man gesagt hat, okay, da hat einer mit der Peitsche geknallt und hat die Zeitung in der Hand gehabt und einer hat sich dann nochmal am Boden gelegt und hat einen Huf vom Pferd auf den Kopf getan und da fanden die Leute das schon toll. Da gab es keine Moderation, keine Musik. Jetzt müsste es natürlich immer perfekter und ausgeklügelter sein mit Special Effects wie Feuer, Nebel oder wie auch immer. Moderation, Musik, und da muss man halt dran feilen und arbeiten. Und letztendlich ist es halt so, der Besucher möchte schon nach gewissen Jahren immer wieder mal was Neues haben. Wir haben viele Kletterwege jetzt neu eingebaut vor einigen Jahren. Und unsere Zielgruppe, die kleineren Kinder, ich sage mal bis so 12, 13 Jahren, die klettern halt gern. Die Eltern finden es auch toll. Und unser Motto ist halt hier miteinander den Tag erleben. Also jetzt nicht der 14- oder 13-Jährige fährt Fahrgeschäft A, B und C und dann hinterher kommen sie raus und sagen, wie war's? Toll und gleich das Nächste, sondern auch zwischendrin gibt es ein paar Ruhephasen, zum Beispiel, wo unsere Vögel sind und die einheimischen Tiere, wo die Kinder ein bisschen runterkommen wieder. Und dann kommt wieder der Spielplatz, da ist wieder Action geboten und man spricht halt dann auch miteinander. Oder wir haben einen Wasserbob, wo sie die Boote halt selber hochtragen müssen. Da müssen halt meistens die Väter mit ran und wenn dann der Sohnemann sagt, ey Papi, ich will nochmal fahren, und dann sagt er, nicht schon wieder, ich will nicht schon wieder das Boot da hochschleppen. Aber es ist Kommunikation, emotionales Erlebnis, gemeinsames Erlebnis und damit positive Erinnerung. Themenbereiche. Schloss Thurn ist ein sehr naturbelassener Freizeitpark, der es schafft, seine Tiergehege und Fahrattraktionen schön in den Schlosspark zu integrieren. Als einzigen separaten Themenbereich bietet der Park die großläufige und detailverliebte Westernstadt. Shows. Das Aushängeschild des Parks sind definitiv die Shows, wie zum Beispiel die Western-Show. Oder aber das Highlight. Denn Schloss Thurn ist der einzige Park, der täglich an den Öffnungstagen ein Ritterturnier veranstaltet. Wer hier eine normale Pferdeshow in einem Freizeitpark erwartet, wird überrascht, wenn er sich dann auf einmal in einer Stunt-Show wiederfindet. Wie es sich für echte Ritter gehört, gehen diese nicht zimperlich miteinander um und zeigen auf dem Pferd und zu Fuße ihr Können. Wer davon nicht genug bekommt, kann auch Sonderveranstaltungen wie das mittelalterliche Burgfest oder Faszination Feuer, das magische Amulett, besuchen. Bei diesem Nachtritterturnier werden einem neben Story, Stunts und Feuer auch passende und ansprechende Gastronomie und Handwerkskunst geboten, sowie gute Unterhaltung, viel Feuer und ein schönes Abschlussfeuerwerk.
Ein Blick in den Eventkalender von Schloss Thurn lohnt sich also. Attraktionen. Zu einem Freizeitpark gehören auch neben Shows Attraktionen. Neben vielen Spielplätzen und Kletterwegen bietet Schloss Thurn auch einiges anderes für Groß und Klein. Sei es die Wasserballanlage, die Hüpfburg oder die Minigolfanlage im Wald als aktive Attraktion oder doch lieber eine Karussellfahrt im Schwanenkarussell, einem sehr schönen Wasserkarussell. Wer hoch hinaus möchte, steigt ins Fliegerkarussell. Auch Parkklassiker wie Luna Loop oder die Butterfly-Pendelbahn finden sich im Erlebnispark Schloss Thurn. Ein weiterer Klassiker, der in keinem Park fehlen darf, ist ein Autoscooter. Hier ein wenig versteckt steht der Disco-Scooter in der Westernstadt. Auch Freunde von Rundfahrten kommen im Erlebnispark Schloss Thurn voll auf ihre Kosten. Bei der 100 Personen fassenden Dampfrosseisenbahn, die mit mehreren Haltepunkten durch den ganzen Park fährt. Wer das Ganze lieber von oben betrachtet, steigt in die Schwebebahn. Nostalgisch wird es bei der Oldtimerbahn von Ihle. Bei Oldtimer bilden die Chasen einen Zug und fahren leider nicht einzeln wie bei anderen Anlagen dieser Art. Wer es rasanter mag, liefert sich ein Rennen mit Freunden und Familie bei der Monza-Bahn. Außerdem gibt es auch noch die kleine Kindereisenbahn, die von Monorail und Parkbahn gekreuzt wird. Für die kleinen Cowboys und Girls findet sich auch ein Pferdereitbahn im Park. Wasserbahn. Auch auf dem Wasser ist einiges los im Schloss Thurn. Natürlich ist auch hier einiges an Abwechslung dabei. Ruhiger ist es bei den Tretbooten oder bei einer Runde Ruderboot um das Schloss. Eine Rundfahrt mit dem Drachenschiff sieht da schon aufregender aus. Selbst steuern kann man bei den Piratenbooten oder den Bumperboats. Aufregender wird es dann bei Wasserbob, der 11 Meter hohen Schlauchbootrutsche von Metallbau Emmeln. Die Steigerung dazu ist die Wildwasserbahn, die seit 1996 im Park steht und eine 7 Meter hohe und eine 11 Meter hohe Abfahrt in knallbunten Lokflumbooten bietet. Die 225 Meter Strecke sind zwar das Riverchamp Standard Layout des Wild River 2, macht aber trotzdem Spaß. Achterbahn. Mit dem Dino Lino VR Ride hat der Erlebnispark Schloss Thurn zwar nur eine Achterbahn, beziehungsweise zwei, wenn man den Butterfly dazu zählt, aber diese ist doch sehr ungewöhnlich für so einen kleinen Park. Warum es gerade die Zira Force 2 geworden ist, erfahrt ihr jetzt. Ja, also wir haben 98 gemerkt, dass man der Park wieder mal was Neues braucht, was Größeres braucht. Und Zira war und ist letztendlich ein deutscher Hersteller, ist hier im Bayerischen ansässig. Die kurzen Wege der Kommunikation, damals war das halt noch nicht mit E-Mail und hin und her und Pläne schicken, sonst war halt eine Entscheidung auch, weil man gesagt hat, okay, andere Parks haben gesagt, wir haben gute Erfahrungen, die Ansprechpartner sind zuverlässig. Das sind ja so viele Faktoren, die eigentlich eine Entscheidung eines Kaufs für ein Fahrgeschäft beeinflussen. Das eine ist natürlich, das Fahrgeschäft als solches muss einem zusagen und muss in den Park passen, aber die Rahmenbedingungen außenrum müssen auch eigentlich perfekt sein, weil da kann man natürlich schnell mal Geld verlieren oder in den Sand setzen. Mehr zum VR-Ride erfahrt ihr hier auf dem Kanal in einem weiteren Video. Was ihr dort aber erlebt, gibt es jetzt schon. VR bedeutet letztendlich, Sie fahren live in einer Achterbahn, Sie spüren den Fahrtwind, die Bewegungen, die leichten Fliehkräfte bei der kleinen Bahn, aber Sie sehen ganz was anderes als in der Realität. Und das Spannende an dieser Geschichte ist eben, dass die Bewegungen im Film 100% synchron gehen mit der Bewegung auf der Bahn. Das ist also ganz was anderes, wie wenn Sie jetzt in einem 4D-Kino sitzen und irgendwo fahren und über Pneumatik gesteuert werden. Und dann vielleicht irgendwo mal ein Ventilator angeht und Lufthauch kommt oder ein Regentropfen einem ins Gesicht spritzt und dann ist es schon ein 4D-Kino oder 5D oder wie auch immer. Also es ist ein ganz anderes Fahrerlebnis und das Tolle ist, ich kann theoretisch ja jedes Jahr einen neuen Film reinprogrammieren lassen. Das muss man mal jetzt überlegen und prüfen, wie da die Kosten sind, aber Sie können damit, egal auch für die Altersgruppe oder für einen Thementag, immer einen neuen Film bereitstellen. Wir machen dieses Jahr das erste Mal Halloween hier und da ist am 21. und 22. Oktober und das letzte Halloween-Wochenende. Ja, da machen wir hier in der Westernstadt halt mal richtig Halloween-Rambazamba. Erst für die Kleinen und ab 18.30 Uhr für die Großen. Bis 23 Uhr mit Erschreckern, mit Maze und so weiter. Also ich bin gespannt, wie das anläuft und dann könnte man theoretisch ja mal in den nächsten Jahren für Halloween da auch einen Halloween-Film programmieren, der eben vielleicht etwas gruseliger ist als der Tagesfilm.
Anreise und Übernachtung. Der Erlebnispark Schloss Thurn ist mit dem PKW von der A73 und A3 gut, einfach und schnell zu erreichen und bietet genügend kostenfreie Parkplätze am Park. Wie ihr von eurem Standort aus am besten mit dem öffentlichen Personennahverkehr zum Park kommt, erfahrt ihr auf bayernfahrplan.de. Wer auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit ist und etwas Besonderes möchte, findet dies mit 11 verschiedenen Wohneinheiten in barocken Wasserschloss Thurn. Die Zimmer oder Suiten haben eine Größe von 13 bis 80 Quadratmeter. Mehr Infos findet ihr auf der Park-Homepage. Öffnungszeiten. Für die genauen Öffnungszeiten an eurem Besuchstag checkt bitte die Park-Homepage. In der Nebensaison hat der Park fast täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison sogar bis 18 bzw. 19 Uhr. Außergewöhnlich sind auch die Kennenlernwochen mit vergünstigten Eintritten. Preise. Auch für euren individuellen Preis solltet ihr die Parkseite besuchen. In der Regel zahlen Erwachsene ab 12 Jahren 19,50 Euro und Kinder von 3 bis 11 Jahren 17,50 Euro. Richtig sparen könnt ihr als Familie mit den 2x2 bzw. 2x3 Eintrittskarten für 2 Erwachsene und 2 bzw. 3 Kinder für 65 bzw. 75 Euro. Natürlich wollten wir auch wissen, was die Zukunft im Schloss Thurn für uns bereithält. Ja, wir müssen natürlich uns als Park, als kleiner Park schon genau überlegen, in was investiert man, was ist die bestehende Zielgruppe, wo wollen wir langfristig hin. Da sind wir gerade dabei, auch Pläne zu entwickeln. Wo wollen wir in 5 oder in 10 Jahren stehen? Das ist noch nicht fertig und noch nicht durchgedacht. Aber es ist auf jeden Fall angedacht, dass so in den nächsten Jahren weitere Entwicklungen kommen. Ja, wir machen ja sehr viel, zum Beispiel Hochzeiten auch hier im Schlossbereich und Firmenveranstaltungen. Also gerade die Westernstadt hier bietet sich ja für Partys oder Firmenfeiern an. Das wird ein Bereich sein, den wir weiter ausbauen, aber natürlich auch das Freizeitparkgeschäft. Gibt es Möglichkeiten, den Park flächenmäßig zu erweitern? Also wir sind in der glücklichen Lage mit 44 Hektar Fläche, dass wir noch sehr viel Reserven haben. Und also ich könnte hier sicher noch mal 25 Fahrgeschäfte ohne Probleme reinbauen, ohne das erweitern zu müssen. Wow, okay. Das würden Sie so einige Parks wünschen. Phantasialand würde, glaube ich, davon träumen. Ja. Zum Schluss noch kurz zusammengefasst, was Schloss Thurn ausmacht. Und die letzten Worte gehören Benedikt Graf von Benzel. Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft vom Erlebnispark Schloss Thurn und können allen Familien- und Freizeitparkfreunden, die es auch mal was ruhiger mögen, den Park nur ans Herz legen. Erlebnispark Schloss Thurn. Miteinander den Tag erleben. Ja, Schloss Thurn ist eigentlich ein Freizeitpark in einem alten Baumbestand. Also wir sitzen jetzt hier bei 34, 35 Grad. Sieht man uns vielleicht an. Aber wir haben halt sehr viele Wasserflächen und alten Baumbestand, damit natürlich viel Schattenmöglichkeiten. Natur-Action, also Wildwasserbahn, Achterbahn, Shows, Western-Show, Stunt-Show, Ritterturnier. Wir sind der einzige Freizeitpark, der an jedem Öffnungstag ein Ritterturnier macht. Aber auch Ruhephasen mit Tieren, Ruderbootfahren ums Schloss herum oder eine Liegewiese mit klassischer Musik, wo man sich da ein bisschen, wie sagt man heutzutage, abchillen kann. Da ist einiges geboten und letztendlich decken wir jede Altersstruktur ab. Und ich glaube, hier fühlt sich jeder wohl. Sie können mit der Kutsche fahren, Sie können mit der großen Eisenbahn fahren durch den Park, Sie können mit der Schwebebahn fahren, also auch für ältere Menschen. Sie müssen nicht jetzt die ganzen 2,5 Kilometer, der Rundgang lang ist, laufen, sondern Sie können vieles auch mit, Transportmitteln abdecken. Meine letzten Worte, also was ich hier mitteilen wollte. Also ich bin froh, dass ich auf dieser Welt bin, dass es uns gut geht und dass ich so ein tolles Job habe. Fahrgeschäfte, fast immer fröhliche Menschen um einen rum und man kann sich immer Gedanken darüber machen, wie man Menschen noch glücklicher machen kann. Das ist toll. Tolles Schlusswort. Vielen Dank.